zerlaufen, verlaufen, ablaufen, anlaufen, auslaufen, einlaufen, verschreiben, zerschreiben, anschreiben, aufschreiben, abschreiben, vernehmen, abnehmen, aufnehmen, verbiegen, abbiegen, aufbiegen, abledern und aufsatteln, abgeben, vergehen, verlassen, zergeben. Haben Sie keine Angst vor verzogenen Gesichtern. Ablassen, verlassen, zerlassen, zergehen, vergehen, anlegen, abgehen, aufgehen, angehen. Auflegen. Annehmen, abnehmen. Abbiegen, aufbiegen, biegen. Frauennamen ohne Fische. Fische ohne Frauennamen. Unterlagen, unterlegen. Am zweiten Tag. Der Woche. Nachdem wir uns unter allen halten anderen, aber was es gab zwei Fragen zu Beginn. Die eine möchte ich beantworten, die andere kann ich nicht beantworten, selbst wenn ich wollte. Wollte es aus der Ecke und er nahm den Schreibtisch und warf ihn. Die Antwort ist Viktoria Barsch. Vergeben, verlassen. Und falls Sie inzwischen vergessen haben, und falls es Sie interessiert, und falls es an Ihnen vorbeigezogen ist, vorbeigefallen, es soll uns an nichts mangeln. Wäsche waschen. Hausaufgabe. Haushaltsab- und Zugaben. Unterhaltsauflösungen verzogen. Wir kaufen alle Ihre alten Teppiche und Uhren und Möbel. Besuchen Sie uns auf Google. Zerlaufen, verlaufen, ablaufen, anlaufen, auslaufen, verzogen, einlaufen, verschreiben, zerschreiben, anschreiben, aufschreiben, abschreiben, vernehmen, abnehmen, aufnehmen, verbiegen, abbiegen, aufbiegen, unterbiegen, aufsatteln, abgeben, vergehen, verlassen, zergeben. Haben Sie keine bedingt Angst, kommt es hoch vor verzogenen Gesichtern. Vor verzogenen Gesichtern. Angst. Haben Sie keine Angst. Haben Sie keine Angst. Keine Angst vor verzogenen vor Gesichtern. Erzogenen Gesichtern.
da bleiben, wo wir sind. Es kommt hoch. Keine Angst vor erzogenen Gesichtern. Abgehen, aufgehen, angehen. Auflegen. Eingefleischt. Abnehmen. Reißen. Eingefleischt. Aufbiegen. Anriss. Abriss. Abbruch. Und am dritten Tage auferstanden. Frauennamen ohne Fische. Und am dritten Tage auferstanden. Ohne Frauen. Es ist schon hoch. Es steigt noch weiter. Wir sind immer noch unten. Da steht, die Filiale sei jetzt gerade geschlossen und würde morgen erst wieder um 6 Uhr öffnen. Konrad Adenauer, ich würde morgen erst wieder um 6 Uhr öffnen. Konrad Adenauer, Platz 14. Konrad Adenauer, Platz 14. Wieder um 6 Uhr öffnen. Konrad Adenauer, Platz 14. Am zweiten Tag. Die Filiale sei jetzt gerade geschlossen und würde morgen erst wieder um 6 Uhr öffnen. Konrad Adenauer, Platz 14. Richtig. Nachdem wir uns unter allen Verhalten anderen unterhalten Verhalten aber unterhalten Verhalten unterhalten Sie sich. Es gab zwei Fragen zu Beginn. Die eine möchte ich beantworten, die andere kann ich nicht beantworten, selbst wenn ich wollte. Der Woche. Nachdem. Wie. Uns wir uns und am dritten Tage auferstanden allen halten anderen. Aber wir und was? In Gedanken an Windeln, wenden wir uns den Dingen zu, die uns so viel Freude machen. Ein Zitat ist ein Zitat. Thank you.
ja. Entschuldigung, bitte. Das war noch nicht abgemacht. Was möchtest du dann jetzt tun? Ich meine, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen und das war so abgemacht. Wir können nicht alle 5 Minuten das Konzept ändern. Ich glaube, wir müssen das nochmal besprechen. Ja, die haben gesagt, wir fangen an. Ja. Also das haben wir gemacht. Und wir haben gesagt, dass wir da ungefähr, das war 15 Minuten, ne? Ich komme jetzt auch ein bisschen durcheinander. Nee, ich dachte nämlich, dass wir bei 10 Minuten mehr Luft lassen. Ja, war doch luftig, oder? Also so ein bisschen? Ja, ich war einfach nur nicht drauf vorbereitet. Du hast vorhin aufbiegen gesagt, oder? Unter anderem. Und du hast auch abbiegen gesagt. Abbiegen hast du auch gesagt. Verbiegen. Und dann hast du abledern und aufsatteln gesagt. Nee, nee, das mit dem Ledern, das kommt von dir. Hab ich das gesagt? Ja, jetzt. Achso. Ich dachte, es sei aufledern. Es sei aufledern. Oder war es unterledern? Wir haben uns unterhalten übers Abledern und dabei... Warte mal, wie war das mit dem Verbrechen? Achso, genau, das war zerlegen, erbrechen und übergeben. Und warte mal. Nee. Verzehren oder ver. Verwerfen. Ja, verwerfen haben wir. Das war auch schon. Aber das fand ich übrigens. Ich hatte dir ja da dieses Angebot gemacht, auf Leder. Und das war ja wirklich abgesprochen. Ich halte mich gerne an Absprachen, die ich für sinnvoll und tragfähig halte. Erhalten, behalten, enthalten. Ein Zitat ist ein Zitat. Am 4. Februar 1974, ein Zitat. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen, er saß am Frühstückstisch, ein Zitat. Und schlug die Zeitung auf, ein Zitat. Und just in diesem Moment beim Räuspern quasi, ein Zitat. Spuckte ihn er in einer, wie sagt man, ist in einem Kringel, ein mehr oder weniger. Ein Zitat. Ja. Das I-Tüpfelchen auf das U. Ist ein Zitat. Danach hieß es im Stülpen. Ist ein Zitat. Er war verwirrt. Ein Zitat. Es gab ihm Kraft für den restlichen Abend. Ein Zitat. Er streckte sich, bedeckte sich und wandte sich dann den eher nicht so wichtigen Dingen des restlichen Tages zu. Er fuhr in die Unbeweglichkeit des Seins ein, 70 Jahre bevor er starb, also das heißt am 4. April, achso, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Achso. Es gab zwei Fragen zu Beginn. Die eine möchte ich beantworten, die andere kann ich nicht beantworten, selbst wenn ich wollte. Wollte es aus der Ecke und er nahm den Schreibtisch und warf ihn. Zerfließen. Die Antwort ist beliegen, Victoria Barsch. Vergeben, verlassen.
Kannst du nochmal das eine machen? Sekunde. Was du davor gemacht hast, das fand ich so schön. Das davor. Das davor. Nein. Nee. Wir verkommen. Achso. Nee, aber das meinte ich gar nicht. Das davor. Eins zurück. Eins zurück. Ja. Das könnte dauern. Immer ganz anders als man denkt. Jetzt. Jetzt. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt. Nicht. Man merkt, es ist schwierig auszuhalten. Und dann versucht man, aber während man versucht, merkt man schon, und dann ist es eigentlich schon zu spät. Weil wenn man dann schon bemerkt hat, dass das, was man eigentlich vermeiden wollte, nämlich das war das, das hattest du ja vorhin gesagt, dass man im Nachhinein im Prinzip vorher schon schlauer war, wobei, du hattest es anders formuliert, du hattest gesagt, dann müssten wir es ja anhalten. Das hast du gesagt, genau. Und dann, genau, stimmt. Das hast du gesagt. Und ich habe gesagt, nee, das geht nicht, habe ich gesagt. Nee, das geht nicht. Ich erinnere mich. Ja. Ja, dann hast du sagtest gesagt, das? Oh, ja. Oder war ich das? Nein, das war ich selber. Das war ich selber. Ja. Das warst du. Es geht mir häufiger. Nein, ich war das. Aber mach doch jetzt nochmal das eine, bitte. Ich habe Schwierigkeiten, das zu rekonstruieren, was war. Was so? War es das? Oder? Die hatte gesagt, man soll dabei, hast du das, dieses Lila, das hast du vor Augen. Ich kann das nicht sehen, nee. Was? Na, Prinzip. Im Prinzip. Und an einer anderen Stelle, also hat er gesagt, weißt du was, das ist nicht schlimm. Er hat gesagt, das ist nicht schlimm. Ich glaube, ich möchte an irgendeiner Stelle wirklich aus dem ausbrechen, was wir uns selbst auferlegt haben, und es dann gleichzeitig auch wieder lassen.